Reutner? Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Julius von Yellow. Erinnern Sie noch an meine Stimme, Herr Reutner? Freitag, glaube ich, ne? Nee, ich sollte ja heute um 16.30 Uhr anrufen. Ja, nee, ich meine, Freitag hatten wir schon mal telefoniert. Ach ja, ach so, ja, genau. Herr Reutner, haben Sie nun Zeit? Ja, ich habe schon Zeit. Ich muss Ihnen aber gestehen, ich habe das noch nicht rausgesucht. Aber das könnte ich dann jetzt eben machen. Okay, Herr Reutner, erstmal die Beratung, das ist ja die wichtigste, ja. Da würde ich Ihnen einmal kurz sagen, wie viel Sie bei uns bezahlen, ja. Bevor es hier weitergeht, möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, dass Sie die Datenschutzbestimmung der Yellow Strom GmbH ganz einfach unter yellow.de/datenschutz einsehen können. So, dann schauen wir mal, Herr Reutner, wie viele Personen leben noch bei Ihrem Haushalt? Zwei. Ei, dann mache ich 2000 Kilowatt für Strom, ja, das ist ein guter Standardwert für zwei erwachsene Personen, ja? Ja, wenn Sie das sagen, dann glaube ich das jetzt. Also Sie kriegen auch sowieso eine App, wenn Sie merken, dass es Ihnen doch zu viel, können Sie sich runterschrauben. Und wenn Sie merken, da benötige ich noch ein bisschen mehr, dann können Sie sich hochschrauben lassen, ja? Mit der App, da können Sie alles selber entscheiden, ja? Aber zuerst mache ich Sie erstmal hier auf 2000. Mit der App? Ja, mit der App. Die würde ich Ihnen abschließend schicken, ja? Per SMS. So. Per SMS? Genau. Handy habe ich nicht. Achso, Handy haben Sie nicht? Nee. Naja, egal. Also, okay, dann mache ich Sie mal vorsichtshalber mal auf 2300, ja? Ja, soll ich nicht einfach in der alten Abrechnung nachgucken, wie da der Verbrauch ist? Ja, können Sie eigentlich mal machen. Da haben wir einen Systemfehler. Moment. Okay, so. Ich würde Sie gleich nochmal anrufen, ja, Herr Reutner? Okay. Okay, tut mir leid, ich muss Sie gleich nochmal anrufen. Tut mir leid. Alles klar. Bis gleich. Hallo? Hat er jetzt aufgelegt oder nicht? Ja, Reutner? Hallo? Was ist das jetzt? Scheint kein Fake gewesen zu sein mit der technischen Störung. Reutner? Jetzt geht der Telefonterror los hier. Reutner? Telefonterror im Minutentakt. Reutner? Jetzt höre ich Sie, ja. Ich höre Sie auch, super. Okay, Herr Reutner, Sie sind hier stehen geblieben. Ich habe Sie nur auf 2300 Kilowatt eingestuft für zwei erwachsene Personen. Ja, das ist ein ganz guter Standardwert. Normalerweise ist 2000 guter Standardwert, ja. Aber dann es ist besser, wenn Sie da mehr zahlen, als am Ende eine dicke Nachzahlung zu bekommen, ja. Und wenn Sie dann irgendwann, sagen wir mal, ein Tablet oder ein Handy haben, ja, oder Ihre Frau ein Handy hat, ja, dann können Sie bei dem Apple Store, oder ich meine bei einem App Store, die Yellow KWH App downloaden, ja. Dann können Sie Ihre Verbräuche selbst verfolgen und gegebenenfalls anpassen, dass es nicht zu einer Über- oder Unterzahlung kommt. Das empfehle ich Ihnen persönlich sehr, ja. Können Sie sich immer entscheiden, wie viel Sie bezahlen möchten und wie viel Sie auch verbrauchen möchten, ja. Also, okay, ja, das kannte ich jetzt gar nicht. Okay, also, wie gesagt, erstmal 2300, ich stufe Sie so jetzt ein, da haben Sie einen Verbrauchspreis pro Kilowattstunde von 27,31 Cent und Sie bezahlen bei uns nur 29,67 € pro Preis pro Monat, ja. Gas haben Sie ja auch, ne, wenn Sie Gas bei uns auch beziehen möchten, können Sie Strom und Gas in einen Tarif machen, das würde dann ein Kombi
Tarif sein. Und das würde dann auch nochmal prozentuell günstiger werden, ja? So. Ja, ja. Wo ist denn Ihr Wohnraum? 37 Quadratmeter. 37. Okay. So, das ist ja Verbindungsweg 29448 03, ne? Ja, genau. Sie haben 34 gesagt? Dann nee, 37. Also 37. Okay, dann mache ich für Sie 5500 Kilowatt. Das ist ein guter Standardwert, ja? Okay. Ja, ja, wenn Sie das jetzt so sagen, wie gesagt, ich könnte in die Unterlagen reinschauen und dann nachschauen. Okay. Ach so, ja, also Sie können, ja, das wäre so besser. Ja, haben Sie die Unterlagen parat? Ich müsste die jetzt dann eben holen, aber wenn Sie kurz am Telefon bleiben... Ja, dann bleibe ich am Hörer. Ja, ja, klein Moment eben, ich hole die eben. Ja, alles klar. So, sind Sie noch dran? Ja, bin ich. Ja. So, ich habe jetzt hier mal den Ordner, wo die Sachen, also ich mache das so, ja. Wenn halt Rechnungen kommen oder irgendwas, ich hefte das immer ab. Jetzt bin ich hier bei Unity Media gerade, das ist es ja nicht. Sie sind ja bei den Verwerfungen in Bochum, oder? Jo, da habe ich es auch gefunden gerade. Okay. So, ne Moment, das ist das alte. So, schauen Sie erstmal nach oben rechts, da steht die... Ja, na, ich muss erstmal zur richtigen Seite hier kommen, das ist okay. Noch die alte Adresse. Hier haben wir jetzt schon die neue. Da muss das ja da hinterher. Genau, das war. Genau, hier ist das neue dann. Muss ich mal eben schauen. So. Stadtwerke Bochum. Genau. Genau, jo, da habe ich's. So, dann schauen Sie mal, ist das für Strom oder jetzt für Gas? Oder beides? Wie findet man das denn raus, ob das jetzt für also was Sie das jetzt ist? Sie müssen auf der zweiten Seite schauen. Ja, da steht Ihre Verbräuche. Da muss es entweder für Strom oder für Gas sein oder für beides. Ach so, nee, das hier ist jetzt erstmal die Anmeldung. Ach so, die Anmeldung. Ist ja irgendwo auch noch. Wie lange wohnen Sie denn in der Verbindungsweg 29? So knapp über 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Dann müssten Sie mindestens eine Jahresabrechnung haben für die Verbindungsweg 29. Ja. Ach so, das hier ist Strom jetzt, habe ich gerade hier vor mir. Okay. Und hier, weil auf der zweiten Seite steht Ihre Verbräuche, ja? Da steht, wie viel Sie verbrauchen. Ach Gott. Okay. Ja. Warten Sie mal kurz. Ich hab leider noch ein Schnurtelefon, deswegen muss ich jetzt irgendwie den Hörer an der Schulter einklemmen, wie man das von früher noch kennt, damit ich hier vernünftig blättern kann. So, das ist jetzt die Anmeldung und die Abrechnung. Warten Sie mal hier. Ja, habe ich auch. Moment. So. Haben Sie die Jahresabrechnung? Ja, das hier. Also auf der zweiten Seite müsste das stehen. Oder zweite oder dritte Seite. So, das ist jetzt... Nee, hier, das ist doch der Verbrauch, genau. Genau. Aber das ist jetzt nur für ein... Wo ist denn die Jahresabrechnung? Die muss doch auch irgendwo sein. Ne, das ist in Zeiträumen gerechnet hier. Das. Aber ich hab auch mal eine Gesamtabrechnung bekommen. Also irgendwo muss die hier dabei sein. Vielleicht sollte ich hier mal sortieren irgendwie, dass es auch in der richtigen Reihenfolge und so dann auch hier drin ist und nicht einfach nur immer aufschlagen und abheften. So. So. Nee, das ist das jetzt aber, das ist jetzt irgendwie nur für einen ausgewählten Zeitraum hier. Das kann das ja nicht sein. Ich habe auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie umgestellt worden ist, nämlich sowas auch immer per E-Mail bekommen. Also dann, das war dann gar nichts Ausgedrucktes mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon für das Aktuelle war.
Da müssen Sie gucken, wie das gemacht haben. Entweder kriegen Sie die Jahresabrechnung per E-Mail oder per Post, ja? Ja, ich hab irgendwie mal beides gekriegt, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit, glaube ich, ist das alles dann auch... aber ich habe definitiv mal eine Abrechnung mit dem Verbrauch bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das nicht mehr finde hier. Warten Sie mal, ich gehe jetzt mal alles hier einmal durch. Das muss doch hier dabei also sein. Also bei der Jahresabrechnung von der Stadt. Aber ich meine, das wäre auch... sowas gewesen, was Sie da genannt haben, so 2.300 ungefähr, für ein Jahr dann. Okay, da haben Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Schreiben für Strom, ja? Können Sie mir da schon mal die Kundennummer geben? Ja, jetzt muss ich dann den Zettel von vorhin wiederfinden. Moment. Und das war aber zufällig so, keine hier. Jahresabrechnung, oder? Sie wollten jetzt... Nee, das war die Anmeldung sozusagen. Okay. Zählernummer. Ah, ja, die bräuchte ich einmal. Ne, hier steht nur Anmeldung. Steht oben rechts nicht Vertragskontonummer oder Kundennummer? Zählerstand. Da, Zählernummer. Okay, super. Ja. Soll ich durchgeben? Oh. Ja, bitte. Ja. Es wäre 1200. 1200. 28. Okay. 4626. Ja. Wiederhole nochmal, ja. 1200. Ja. 28. 46. Ja. 26. Ja, genau. Okay, dann schauen Sie mal oben rechts, da steht die Kundennummer. Die bräuchte ich auch einmal. Also das war ja alles für Strom, richtig? Genau, ja. Okay. Die Kundennummer. Ja, die suche ich auch. Moment. Da steht aber auch Vertragskontonummer, wenn da nicht die Kundennummer. Ja, ja, hier ist es. Da, okay. Das müsst ihr. Ja. Genau, also die Vertragskontonummer sozusagen. Genau, das ist die Kundennummer. Genau, das wäre dann einmal 24 18. 2418, ja. 2418826. 2418826. Großartig, okay. Ja, dann hätten wir das soweit. Wissen Sie jetzt zufällig, ob die Kundennummer die gleiche ist wie bei Gas? Wenn das nicht die gleiche ist, dann heißt das, dass Sie da zwei Verträge haben für Strom und Gas. Also das heißt, das ist kein Kombitarif und das sind in zwei verschiedenen Verträgen aufgeteilt, Strom und Gas bei Ihnen, bei den Stadtwerken in Bochum. Ja, das heißt... Die Kundennummer gleich ist oder haben Sie da verschiedene? Keine Ahnung, das müsste ich jetzt, also ich habe Gas auf jeden Fall woanders abgeheftet. Warten Sie mal kurz. Ach so, okay. Ja, ich lege sie da nochmal kurz beiseite, dann suche ich nämlich da, wo ich die Gassachen abgeheftet habe. Kleinen Moment bitte, ja? Alles klar. Ja. Mein Gott. So, nee. Da. Nee, das. So. So, sind Sie noch dran? Ja. Hallo? Ja, bin ich. Also, da. Ja, also ich habe jetzt hier was gefunden. Das ist auch wieder die Anmeldung für Gas jetzt. Ja. Und das ist eine ganz andere Nummer. Okay. Okay, dann haben Sie zwei verschiedene Verträge. Ne? Ja, scheinbar. Also, ja, wurde auf jeden Fall kein Rabatt hinzugefügt. Ne? Also das sind zwei verschiedene Verträge. Ja. Also bei uns würden Sie einen Kombitarif bekommen, Strom- und Gastarif, ja. Das würde dann nochmal ein bisschen günstiger werden für Sie, ja? Ja, klingt gut. Okay, so. Das ist ja auch bei den Stadtwerken in Bochum, ne?
Ja, genau. Okay, dann geben Sie mir einmal die Kundennummer und Zählernummer. Ach Gott. Also ich habe jetzt hier die Kundennummer. Ja. Und dann steht hier nur was von Entnahmestelle. Aber Zählernummer, das... Also machen wir erstmal alles... Nee. Nee, das ist nochmal was anderes. Gut, dann genau, dann gebe ich Ihnen jetzt erstmal die Kundennummer. Ja, bitte. Genau, das ist 266... 266... 82... Ja. 32. 32. Okay. Also, solange Sie dann nach der Zählernummer suchen in den Unterlagen, kann ich Ihnen jetzt sagen, wie die Konditionen bei uns wären, ja? Also für Strom würden Sie bei uns 27,31 Cent pro Kilowatt bezahlen und Sie bezahlen bei uns nur 29,67 Euro pro Monat, ja? Und Sie kriegen da auch, wie gesagt, ein Tablet, Handy oder Fernseher geschenkt. Ja. Und haben auch noch für die nächsten 2 Jahre eine Preisgarantie, ja? Okay. Und das würden Sie bei uns beim Verbrauchspreis pro Kilowatt pro Stunde von 5,64 Cent sein und Sie bezahlen bei uns nur 18,04 Euro pro Monat, ja? Und ja, da haben wir natürlich auch eine Preisgarantie von 2 Jahren. Also das ist ja beides zusammen. Ne? Ja, wie hoch ist denn dann, also jetzt inklusive Gas und Strom, der Gesamtpreis, der dann sozusagen monatlich abgeschlagen wird? Also wie gesagt, Sie haben da einen Verbrauchspreis pro Kilowattstunde schon von 27,31 Cent. Ja, ja, ich meine aber anhand des Verbrauchs, den wir jetzt ja vorhin geschätzt haben. Also wie gesagt, bei Gas haben wir 5.500 Kilowatt gemacht und bei Strom 2.300, ja. Dann würden dann, wenn man die Grundpreise zusammenrechnet, Moment, so 47 Euro an Grundpreis bezahlen Sie für Strom und Gas, ja? Ja, Grundpreis, aber ich meine, wir haben ja jetzt den Verbrauch in Kilowattstunden für Gas und den Verbrauch in Kilowattstunden für Strom. Und dann nehme ich mal jetzt einfach an, dass das sozusagen monatlich abgeschlagen wird vom Konto, oder? Genau. Ja, wie hoch ist denn da der monatliche Abschlag dann? Okay, Moment. Insgesamt. So, ich kann es sofort sagen. Nee, insgesamt. Also komplett mit allem. Der monatliche Abschlag für alles. Okay, Moment. Muss ich das einmal aufschreiben? Ich bräuchte natürlich schon den Nettopreis, den ich dann bezahlen muss mit allen Rabatten. Das kann ich das leider gerade nicht sagen, aber ich habe Ihnen hier gerade die Bruttopreise gesagt. Ja. Ja, ja, aber der Bruttopreis ist also mein Abschlag von Gas und Strom zusammengerechnet ist ja noch zweistellig. Also unter 100 Euro. Und der Preis, den Sie jetzt gerade brutto genannt haben, ist ja dreistellig, der liegt ja über 100 Euro. Deswegen ist das sozusagen schon das Entscheidende, ob das dann günstiger ist, ne? Also da kann ich Ihnen das leider nicht so richtig ausrechnen, ja, wie das netto wäre. Aber wenn Sie dann die Unterlagen zubekommen haben, dann wird das alles da schon ausgerechnet sein und dann wird alles okay. Gehen. Ne? Ah, okay. Und wenn Sie damit zufrieden sind, dann können wir alles in die Wege einleiten, wenn nicht, dann nicht, ja? Ja, okay, gut, dann machen wir okay. Das so. Dann schicken Sie mir das zu und dann ja, würde ich mich dann bei Ihnen melden oder melden Sie sich nochmal dann? Also da müssen Sie sich bei uns melden nochmal.
aber Herr Reuner, da bräuchte ich noch, wie gesagt, die Zählnummer für Gas. Ach so, ja? Ach ja. Okay, also hier steht jetzt nur Entnahmestelle. Also hier ist überhaupt, hier ist gar kein, was sagten Sie jetzt, eine Zählernummer für Gas, ne? Ja. Nee, ist hier gar nicht also angegeben. Entweder muss da Gerätenummer stehen, Netzbetreiber, ja. Zählernummer. Aber ja, also Netzbetreiber. Entnahmestelle? Ja, also, also hier in der Anmeldung wieder für Gas, da sind zwei Sachen angegeben, nämlich einmal Entnahmestelle und Kundennummer. Und bei der Entnahmestelle steht eine Nummer? Nee, da steht meine Adresse. Ach so, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Sie müssen dann doch eigentlich eine Jahresabrechnung haben, oder? Für Gas? Theoretisch ja, da muss ich jetzt wieder schauen, wo die ist. Okay, Da okay. Warten Sie mal, ich blätter hier gerade durch. Ja, hier ist eine Jahresabrechnung für Gas. Okay, dann schauen Sie mal auf der zweiten Seite. So ein bisschen in der Mitte müsste da Ihre Verbräuche stehen und da steht auch die Zählernummer, ja? Also auf der zweiten Seite, da steht Netzbetreiber, dann Strom oder Gas, müsste das da einkategoriert sein und darunter steht direkt auch die Zählernummer. Ja, also hier steht auch wieder nur, also der Zeitraum, Rechnungsdatum und die Vertragskontonummer und dann wieder Verbrauchsstelle und dann wieder meine Adresse. Also auf der zweiten Seite schauen Sie? Ja, da bin ich gerade. Also da steht immer nur Verbrauchsstelle. Da steht aber nichts von einer Gaszählernummer. Doch, warten Sie mal. Nee, das könnte was anderes sein. IS-U Anlage und dann eine Nummer. ISU? IS-U und dann Anlage und dann steht da eine Nummer. Nee, das ist nee, nicht. Nee. Also steht da auch Rechnung drauf? Ja, Rechnung. Auf der ersten Seite steht Rechnung, richtig? Ja, Moment, da muss ich mal gucken. Rechnung, ja. Genau. Für das Vertragskonto. Auf der zweiten Seite steht wieder oben Kundennummer, Rechnungsdatum. Nee, hier steht, ja, also hier schon. Steht Verbrauchsstelle, ne? Das genau. Verbrauchsstelle. Genau, da steht Verbrauchsstelle. Unter der Verbrauchsstelle ist dann eine Tabelle und da müsste die Zählernummer stehen. Also als erstes in der Tabelle. Nee, also ich habe dann hier die Heizkostenabrechnung, das ist ja bei mir Gas, das sind genau, ja, ist ja die Heizung. Fehlernummer. Aber nee, steht hier nicht. Also hier steht Rechnung vom Vertragskonto, dann der Zeitraum und dann Verbrauchsstelle, da steht dann meine Adresse. Also eine Tabelle habe ich hier in dem Sinne gar nicht. Also es ist halt die Kopfzeile und dann darunter halt die Abrechnung für die Heizung. Und auf der dritten Seite? Eine dritte Seite gibt's gar nicht. Nee. Es sind zwei Seiten. Okay. Aber ich meine, Verbrauchsstelle ist doch auch eindeutig, oder? Verbrauchsstelle. Also Verbrauchsstelle ist ja nur Ihre Adresse. Die Zählernummer ist in Ihrer Wohnung. Die ändert sich ja nicht, das ist fest für Ihre Wohnung. Und die bräuchten wir, damit wir dann halt wissen, dass es Ihr Zähler ist. Ja gut, das Einzige, was ich jetzt noch sozusagen von mir aus anbieten kann, ist, dass ich die Stadtwerke einfach mal frage dann. Also, die werden mir das ja dann sagen können. Sie könnten entweder die korrekte Jahresabrechnung finden, also das wäre aber, ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt schon eine bekommen haben. Für dieses Jahr noch nicht, aber die vom letzten Jahr halt, ne? Okay. Oder Sie schauen beim Übergabeprotokoll von Ihrer Wohnung, das haben Sie von dem Vermieter mit dem Schlüssel zusammenbekommen, da steht auch die Zählernummer drauf. Boah, ja, hui. Oder, wo das jetzt wieder ist, das stimmt, ja, das habe ich auch bekommen, aber wo das jetzt wieder ist. Oder Sie schauen in den Keller, da müssen Sie aber da hinlatschen, das ist Plan Z. Ich würde Sie jetzt nicht irgendwie anstiften, dass Sie Sport treiben jetzt.
nee, ich auch nicht, nee, das stimmt. Normalerweise, du müsstest da stehen, bei der Anmeldung, bei Strom, stand ja die 10er Nummer zum Beispiel auch drauf, ne? Ja, das stimmt. Also, ich weiß, wo die Gastherme steht. Okay. Dann denke ich mal, wird das ja da irgendwo in der Nähe sein dann, ne? Genau, also da müsste dann da irgendwo... Da müsste ja dann irgendwo, genau. Also normalerweise ist es ja im Keller, ne, in einem bestimmten Raum gelagert, ja, die Zähler, die werden da hingestellt und da müssten sie schauen, für welche Etage die jeweils sind. Genau, ja. 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 Würdest du das auch machen, wenn Sie da hingehen oder möchten Sie da in den Unterlagen reinschauen? Nee, also das finde ich hier nie im Leben. Also dann würde ich eher nach unten gehen und dann im Keller eben nochmal nachschauen. Ich kann sie, okay. Müsste dann allerdings auflegen, also ich könnte sie nicht mitnehmen, weil ich habe ja noch ein Schnurrtelefon. Okay. Herr Reuner, ich würde pro Stunde bezahlen, wenn ich auf Sie warte, habe ich sagen wir mal Pause. Und würdest du das ausmachen, wenn ich Sie auf Sie hier warte, dann kann ich mir auch einen Kaffee machen. Ist das okay? Ach so, ja gut, das soll mir auch egal sein, ja, wenn Sie bereit sind, so lange zu warten. Das dauert ein bisschen, okay, ne? Fünfter Stock. Okay. Alles klar. Ja. Alles klar, ich lege den Hörer dann hier neben und dann bin ich dann gleich hoffentlich dann wieder da. Alles klar, okay, ja. Bis gleich. Bis gleich. Jo, ciao. Hallo? Oh moin. Ja, folgendes, Sie werden es mir nicht glauben, aber ich dussel, also ich bin jetzt runtergegangen und hab auch das gefunden, da steht auch eine Nummer, aber ich war so blöd, ich habe vergessen, mir Zettel und Stift mitzunehmen und das aufzuschreiben. Nein. Wir machen jetzt so, also die Nummer war zu lang, dass ich mir sie so merken kann. Deswegen nehme ich jetzt nochmal Zettel und Stift und gehe da nochmal eben schnell runter, ja? Alles klar. Ja, okay. Aber ich habe es gefunden, also ist jetzt noch, okay, super. Noch eine Formsache. Okay, bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Stift. Thank you.
So, hallo? Super! So, jetzt haben wir's. Ich habe jetzt nochmal geschaut, da sind ein paar mehr Nummern, aber ich hoffe jetzt einfach mal, die unter dem Strichcode ist die richtige. Genau, unter dem Strichcode muss ich. Ja, gut, wunderbar. Dann, weil da steht noch so, aber ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich die Typenbezeichnung vom Hersteller oder sowas. Also ich habe jetzt genau die Nummer aufgeschrieben, die unter dem Strichcode steht. Ja? Ja, genau. Das ist einmal 7. Ja. Leerzeichen. Okay. Und dann ELS. ELS, also Emil, Liebe und Siegfried. Ja, Emil, Ludwig, Siegfried, genau. Genau. 2,5. 2,5. Dann wieder Leerzeichen. Ja. Und dann 3,3,4. 3,3,4. 6,6. Okay. 3,1,3. 3,1,3. So, 3,1,3, ja. Ja. 7 ELS 25334. 6,6,3,1,3, ja? Ja, genau. Die Leerzeichen haben Sie jetzt nicht mit vorgelesen, aber... Die Leerzeichen bräuchten wir nicht, das ach so ist irrelevant. Herr Reuner, nun wie versprochen können Sie sich entscheiden, für welche Prämie sich interessieren, werden Tablets, Handys oder Fernseher, das muss ich einmal hier in der Unterlagen festlegen, ja? Genau. Wir haben sogar Haushaltsgeräte, wenn Sie die benötigen, wie zum Beispiel Waschmaschine, Wäschetrockner oder Kühlschrank. Ach so, sowas auch? Ja. Ja, ein neuer Kühlschrank wäre nicht schlecht. Neuer Kühlschrank? Klasse, okay. Der ist ja etwas größer, ne, und preiswertiger. Deswegen bezahlen Sie einmalig 99 Euro für die Lieferkosten, ja? Ist das okay? Das kommt drauf an. Was würde denn, ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder Geld, ne? Wenn ich jetzt ein Tablet nehme, was kostet... Das Tablet bezahlen Sie einmalig für die Lieferkosten. Ja, wie viel ein denn? 1 Euro, ja, sehen Sie, das ist ja dann genau, auch schon wieder... Und beim Kühlschrank bezahlen Sie auch einmalig 99 Euro. Also das sind einmal die Lieferkosten, ja, also wie größer der Gerät, desto höher. Ja, gut, okay. Dann nehme ich natürlich doch lieber das Tablet dann, ne? Das ist ja klar. Okay, da würde Ihnen einmalig 1 Euro kosten. Möchten ja, gut. Das Tablet oder Apple-Tablet? Entschuldigung, was nochmal? Möchten Sie ein Samsung-Tablet oder ein Apple-Tablet? Egal, ein gutes. Okay, dann das Bessere von beiden. Okay, dann mache ich das Samsung Galaxy Tab A rein, der ist besser, ja. Der hat eine größere Bildschirmdiagonale und da können Sie auch eine SIM-Karte reinstecken, ja. Ah, wunderbar, ja. Okay, Herr Reuner, dann hätten wir alles soweit, ja, will ich Ihnen gleich die Unterlagen zuschicken. Da bräuchte ich nur noch Ihre IBAN, damit wir einmalig die 1 Euro abbuchen können und später auch die monatlichen Abschläge für Strom und Gas, wenn Sie damit zufrieden sind, erstens. Und wir müssen auch schauen, dass Sie da nicht in der Schufa stehen und ob das überhaupt alles klappt. Ja? Okay, ach so, das muss ich dann jetzt auch schon mit angeben, weil ich dachte, ich kriege jetzt erst die Sachen nach Hause geschickt. Und also die IBAN bräuchten wir, wie gesagt, aus den Gründen und damit wir auch schon mal alle Daten haben. Und wenn Sie damit zufrieden sind, dass wir sofort den Wechsel auch für Sie anstoßen können, ja? Ja, da müsste ich jetzt... Also die Bankverbindung brauchen Sie dann? Genau, die lange DE-Nummer. Ah ja, da müsste ich jetzt aufs Kärtchen schauen, die weiß ich nicht auswendig. Okay. Soll ich die mal eben holen? Ja, klar. Ja, dann einen kleinen Moment bitte nochmal. So, oh, da... Es freut mich wirklich, dass Sie da so nostalgisch sind. Ne? Also Sie haben ja kein Mobile Phone, also kein Handy. Und Sie haben dann noch ein Telefon mit Kabelbinder. Ja, mit Kabelbinder, mit Schnur noch. Mit Kabel gebunden. Ja, das ist, ich weiß, ja. Dieses ganze technische... Aber wenn ich jetzt dieses Tablet kriege, dann kann ich mich damit ja mal beschäftigen. Dann ist das ja mal der gute Anlass... Das stimmt, das höre ich öfters, ja, dass ich so ein bisschen oldschool bin, noch ohne Handy, noch mit Festnetzanschluss, mit Kabel, Telefon noch, ja. Also, ich bin da ganz ehrlich, ich bin schon eigentlich relativ süchtig geworden von dem Handy. Das ärgert mich, aber da kann ich irgendwie selber nichts machen. Und Sie haben da so welche Probleme zum Beispiel nicht, ne? Also, nee, das stimmt, nee. Aber mal gucken, wie das da kann ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, ne, aber
da kann ich ja mich dann auch mal mit befassen. Habe ich mich einfach nie mit befasst. Und jetzt, wenn ich das Tablet dann bekomme, dann wäre das ja auch ein guter Anlass. Ja, können Sie die App holen, ja. Ah ja, genau, stimmt, da geht das ja dann auch. Dann müssen Sie in der App, beim App Store, KWH-App von der Yellowstrom eingeben, ja. Okay, wir brauchen ja einmal die lange DE-Nummer. Ja, warten Sie mal, wie hieß das? IBAN. Nee, diese App, diese gerade, dann schreibe ich mir das schon mal auf, wenn das dann da ist. Dann KWH-App. KWH? Genau, die KWH-App von Ach, KWH-App. Genau. Dann okay. Müssen Sie achten, dass da auch, dass es von Yellowstrom ist. Also KWH-App Yellow. Genau. Genau, so, dann kann ich da dann, wenn ich das hoffentlich hinkriege, dann auch direkt mal schauen. Und da sagten Sie, die App war kostenlos, ne? Genau, die App ist kostenlos. Ah ja, na gut, dann schaue ich mir das mal an. Okay. So, jetzt brauchten Sie was nochmal? Die IBAN-Nummer, also die lange DE-Nummer. Ah ja, genau, habe ich hier. Das ist, gebe ich mal durch, ne? Ja. Ja, das ist DE76. 76. 4435. 4435. 1380. 1380. 6748. 6748. 7738. 7738. 57. Ich habe jetzt, ohne Leerzeichen vorgelesen, aber ich denke mal, das ist egal, ne? Korrekt, so. So, dann schauen wir mal. So, das sieht ja ganz okay aus. Sie sind bei der Sparkasse Carmen, ne? Ja, genau, ja, ja. Okay, so, Sie sind Kontoinhaber und auch Anschlussinhaber, ja? Ja, genau. Also Anschlussinhaber sind Sie, ne, bei der Stadt Wingen Bochum. Also der Vertrag dort ist unter Ihrem Namen. Ja, ja, ja. Okay, so, Herr Reutner, dann müsste ich doch mal alles wiederholen, nochmal zusammenfassen und auf Band aufzeichnen. Das sieht für Ihre Sicherheit, dass Sie irgendwie nicht am Ende von uns ein Kamel bekommen, ja? Okay. Das, was meinen Sie mit auf Band aufzeichnen? Haben Sie da noch ein Tonbandgerät oder wie verstehe ich das? Nee, nee, also das ist ja alles per Computer, ja. Ach so, digitales Tonbandgerät, okay. Genau, und da würde ich dann das Gespräch jetzt aufzeichnen, da würde ich nochmal alles wiederholen und nochmal zusammenfassen, ja, das dient für Ihre Sicherheit, ja. Also da würde ich genau das wiederholen, was wir besprochen haben und ja. Okay. Ja, gut. So, kann ich loslegen? Ja. Okay. Ich fasse nochmal zusammen und zeichne das Gespräch ab jetzt auf Band auf. Sind Sie damit einverstanden? Dann sagen Sie einfach ja. Ja. Okay, dann starte ich jetzt mit der Zusammenfassung. Also, Herr Reutner, mein Name ist Julius vom Wachmeister vom Yellow Team. Sind Sie selber Anschlussinhaber? Wie gesagt, ja. Klasse. Ich spreche mit Peter Reutner. Sie wohnen in der Verbindungsweg 29 in 44803 Bochum. Das ist soweit richtig? Ja. Okay, Sie sind dazu mit Gaskunde bei Stadtwerke Bochum. Die Nummer des Gaszählers lautet 7ELS25334663113. Mit Strom sind Sie ebenso bei den Stadtwerken in Bochum. Da ist die Stromzählernummer 12002846626. Bitte bestätigen Sie mir, dass wir die Yellow-Stromgebühren wechseln. Unser Tarif für Gas Yellow extra für den Strom, den Tarif Yellow Plus mit einem Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren plus einem vollen Preisgarantie von 2 Jahren, ein Verbrauchspreis für Strom von 27,31 Cent und ein Grundpreis pro Monat von 29,67 Euro brutto einleiten dürfen. Bei Gas wäre das ein Verbrauchspreis von 5,64 Cent und ein Grundpreis pro Monat von 18,04 Euro. Das werden wir ebenso bei brutto einleiten im Monat. Wird der Vertrag nicht mit einer Frist von 6 Wochen vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von Ihnen oder uns gekündigt, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. Beim Wechsel zu Yellow erhalten Sie einen Bonus in Form einer Samsung Galaxy Tab A für einmalige Zuzahlung von 1 Euro. Die Abschläge dürfen wir per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto bei der Bank Sparkasse abbuchen. Hierfür haben Sie mir Ihre IBAN genannt. Die letzten 4 Ziffern lauten 3857. Stimmen diese Angaben? Ja. Klasse, Ihre Auftragsbestätigung mit der AGB bekommen Sie in den nächsten Tagen per E-Mail zugeschickt. Wenn Sie nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der AGB widersprechen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Geltung der AGB einverstanden sind. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, Sie hatten ja gesagt, Sie schicken mir das dann noch per Post zu und dann, genau. Das will ich alles per E-Mail zuschicken und dann die Adresse peter-reutner@web.de. Ja? Okay, okay. Ja. Selbstverständlich haben Sie ab dem Vertragsabschluss noch ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Bitte bestätigen Sie doch abschließend, dass Sie Yellow Strom bevollmächtigen, Ihren Lieferanten abzumelden und den Wechsel bereits genannten Tarif vorzunehmen durch ein deutliches Ja. Na, die Abmeldung, das würde ich selber machen dann. Dann also, haben Sie das, dann sind Sie das los. Darum kümmere ich mich, ne? Aber wenn Sie mit allen einverstanden sind, mit den ganzen Unterlagen, die ich Ihnen
dann per E-Mail zuschicke, ja. Und wenn Sie damit zufrieden sind, dann würde ich mich dann für den Wechsel für Sie legen, ja. Ich würde dann alles für Sie anstoßen, ja. Aber wie gesagt, Sie kriegen die ganzen Unterlagen zugeschickt, ne? Und genau. Also, bitte bestätigen Sie noch abschließend, dass Sie Ihre Sturm bevollmächtigen, Ihre Lieferanten abzumelden und den Wechsel bereits genannten Tarif vorzunehmen. Ich finde, Deutsch ist ja. Ja, ich kann das auch machen, aber wenn Sie das genau unbedingt machen wollen, dann ist das auch in Ordnung. Also wenn das, wenn der Hauptsache das funktioniert, ne? Okay, Hauptsache das funktioniert, dass ich dann quasi ohne Unterbrechung quasi, also nicht, dass ich jetzt mal irgendwie so 2-3 Tage kein Gas habe oder so, sondern das muss dann... Genau, okay. Das wird auf jeden Fall nicht so sein. Okay, super, Herr Reuter, da haben wir das soweit. Eine Frage habe ich noch. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch weiterhin über großartige Angebote oder Aktionen informieren dürfen. Das ist sicherlich auch in Ihrem Sinne, oder? Ja, kommt drauf an, ne, was das dann ist. Okay, also da würden wir Ihnen Angebote schicken und Kundenvorteilsprogramme. Also das will ich aber sowieso jetzt hier wiederholen. Erlauben Sie, dass die Yellow-Stromgeber Sie zukünftig per Telefon und E-Mail über eigene Angebote aus den Bereichen Strom, Gas, Regionaldienstleistungen, Solarstreaming, Versicherungen, E-Mobilität, Elektro-, Klein- und Großgeräte inklusive Zubehör und Kundenvorteilsprogramme werblich kontaktiert und Ihrem Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Sie können sich jederzeit telefonisch, schriftlich oder per E-Mail ganz zu den Teilen widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird. Wenn Sie alles verstanden haben und damit einverstanden sind, dann antworten Sie bitte mit ja. Ja, wenn das nichts kostet, dann können wir das so machen. Ja, okay, gut. Super. Dann willkommen in Yellow Team. Viel Spaß beim Sparen. Ich hoffe, ihr habt das Band. So, okay, ja, gut. Herr Reuner, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen und ich kümmere mich direkt nach dem Aufwind um Ihren Wechsel. Eins ist mir besonders wichtig, wenn Sie Fragen haben oder etwas Ihnen unterlagen unklar ist, dann rufen Sie sich bitte direkt an. Ja, haben Sie Stift und Zettel da? Ja, genau, da wo ich die Nummer gerade aufgeschrieben habe, ja. Genau. Meine Rufnummer lautet 040. Warten Sie mal kurz, dann müssen wir eben hier. So. 040, ja. 29. 99 73. Genau, mein Name ist Julius von Wachtmeister. Wenn Sie mich nicht direkt erreichen, bitten Sie einfach meine Kollegen zu mir durchzustellen, ja? So, okay. Das heißt, Sie sitzen auch in Hamburg dann? Also, wir von wir sind hier für die Neukunden zuständig und das ist die Zentrale für die Neukunden. Das ist in Hamburg, ja. Und die Bestandsabteilung ist aber in Köln, ja. Ach so, okay. Genau. So, dann schauen wir mal. Okay, ja. Damit wir uns auch korrekt verstanden haben, ich habe Sie nur mit 2300 Kilowatt für Strom eingestuft und für Gas 5500. Ja, das ist mein persönlicher Empfinden aus dem Telefonat. Darüber gibt es einen Arbeitspreis für Strom von 27,31 Cent und einen Grundpreis pro Monat von 29,67 €. Ja, bei Gas wäre das ein Verbrauchspreis von 5,64 Cent und ein Grundpreis pro Monat von 18,04 €. Ja, ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nö, erstmal nicht. Die restlichen Informationen mit dem Nettopreis, genau, das kriege ich ja dann per Post. Okay. Nee, das kriegen Sie und per E-Mail. Ach, per E-Mail war es, okay. Genau, und ein paar Dokumente kriegen Sie natürlich per Post, ne, die wichtigen. Aber die Auftragsbestimmung schicken wir per E-Mail, ja, unter der E-Mail-Adresse peter-reutner@web.de, ja? peter-reutner@web.de. Unterstrich? Ja. Okay, Sie haben ja aber Bindestrich eingeschrieben. Okay, dann machen wir peter-reutner@web.de, ja? Ist das so korrekt? Genau. Kleingeschrieben, okay. Peter und also mein Name, also genau. Statt, statt Leerzeichen, Unterstrich, genau. Genau, okay. So, dann halten wir alles soweit. Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiederhören. Ja, wiederhören. Super, tschüss. Ja, ciao.